Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir starten jetzt Johnsons Botengang. Und ich weiß es nicht, ich habe die Mission ja schon mal gespielt. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr Sicky? Ganz dran. Wer will das wissen? Aber Haven Kenway. Das kriegen wir ja schon irgendwie. Müsste ich euch denn kennen? Es könnte Zeig sein, dass Respekt, es eine von den Ruhig, Missionen Charles. Ist, an die ich mich noch erinnere, weil sie echt William schwer Johnson waren. William schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Ach, wir kriegen das wow, schon keine hin. Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Okay. Q drücken, um zu schießen. Geht in Position. Aber wartet. Söldner mit Feuerwaffen eliminieren. 10 Stück, aber so viel Munition haben wir doch gar nicht. Vielleicht hat der auch noch eine Feuerwaffe. Wir können uns von dem die Feuerwaffe klauen. Das wäre cool. Können wir denn hier rüber? Hallo? Kannst du da nicht rüberklettern? Geht das nicht? Okay, machen wir das halt so. Fallen lassen. Muss ich ein bisschen an die neue Steuerung gewöhnen. Waffe aufheben. Da haben wir schon mal eine Möglichkeit, eine Wache am Eingang zum Vorerschießen. Ach, hier ist ja genug. Hier sind ja genug. Kann ich denn, mit F kann ich, glaube ich, zielen. Ich muss erst nachladen. Das dauert natürlich wieder ewig. Komm, wir können ja mal hier eine andere mitnehmen. Die mehr Schuss hat. Die hat auch nicht mehr Schuss. Hat die auch nicht mehr Schuss? Wir können keine mit mehr Schuss mehr mitnehmen. Das ist ja lächerlich. Nee, nicht die Waffe fallen lassen. Waffe aufheben. Die wollen wir ja mitnehmen. So viel zum Überraschungsmoment. Verstärkung! Nachladen, bitte. Ach du Scheiße, sind das viele. Okay, wir kriegen das hin. Alles klar. Zurück! Zurück! Drinnen sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los! Schieß drauf! Wir müssen erstmal nachladen. So, da können wir jetzt. Die Vorstellung geht weiter. So, dann lad mal nach. Das dauert ja echt ewig. Waffe aufheben und auch nachladen, bitte. Gestohlene Truhe zurückholen. Wir müssen noch so viele mit den Feuerwaffen erschießen. Ich habe das Gefühl, eben hätten wir noch eine Chance gehabt. Ach, die waren wohl doch nicht so sicher da drin. So, da haben wir die. Jetzt mal nicht die ganze Zeit die Waffe fallen lassen. Vielleicht Legt die ja Waffen welche. Nieder ah, da und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden.
Hallo? Lad nach! Lade nach! Oh mein Gott! Mann, ey, das ist doch unmöglich. So doll lange, wie das Nachladen dauert. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich hab keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Haytham, der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Ist überhaupt nicht. Ich habe noch 8 Schuss. Also, eine Schande, dass so viele sterben mussten. Also bitte... Ah. Fürchterliche Tragödie. Jetzt kann ich alle plündern. Muss ich alle plündern? Ah, das ist nicht ja super. Zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Ich möchte mehr plündern. Mehr plündern. Wartet ihr mal auf mich? Leute? Wartet ihr mal auf mich? Vorsicht, die Herren. Gesellschaft. Passt auf die Truhe, wo denn? Charles. Wo denn? Ich sehe niemanden. Wir kümmern uns um die Gauner. Lad nach. Das ist ja furchtbar mit dem Nachladen, wie lange das dauert, ey. Auch Taschen. Wäre man kann jedes Mal in jedem Kampf... Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Was müsst ihr mir noch immer den Spaß verderben? Man kann immer nur einen töten mit Schuss. So, nehmen wir mal die Waffe mit. Zur Not lasse ich einfach mitten im Kampf die Waffe fallen. Was soll? Ich gehe besser woanders lang. Das ist nicht gut. Dann habe ich noch die Pistole und die ist ja auch nachgeladen. Dann kann ich schon mal 2. Aber das geht alles immer viel zu schnell. Wo? Der Bastard ist da drüben! Könntest du mich weglassen? Könntest du mich... Lass mich doch einfach mal schießen. Waffe fallen lassen. Waffe fallen lassen? Wo sind... Ach, da. Alles klar. Nehmen wir mal lieber. Nachladen. Und Kuh? Kann ich da schießen? Kuh? So. Nachladen, Junge. Hast du es bald? Hier ist der Inhalt der Kiste, das auch wert. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Okay. So. Oh, Kühe. Dicke, fette Kühe. Schön. So, da müssen jetzt aber noch welche kommen. Ich muss noch 2, oder was waren's? 2 Stück, ne? Lass mich... Ich hab's fast geschafft. Seht ihr euch das mal an? Und dann die auf dem Dach. Einen bitte, einen möchte ich. Schön. Und einen da noch. Auf geht's.
auch nachladen. 5 Jahre später. Und er ist tot. Waffe fallen lassen. Nein, Waffe fallen lassen. So. Jetzt habe ich auch nur noch 3 Schuss für die Pistole. Na toll, dann nehme ich mir lieber noch V1. Jetzt hat er auch nur 3 Schuss. Hä? Ich glaube, die Munition gilt einfach für alles. Jetzt habe ich das schon wieder fallen lassen. Oh, nein, nein. Ich brauche die Waffe. Ich kann das sonst nicht angehen. So, dann laden wir nach. Ich dachte, das wäre verschiedene Munition. Man muss immer einen muss nach all dem schon mehr markieren, Geld wenn er quasi, möchte, dass ich bei ihm bleibe. Damit er auf die schießen kann, sonst funktioniert es nicht. Okay, das müssen wir uns merken. Wenn die zu weit weg sind, funktioniert das nicht. Er visiert bitte dann schön automatisch einen an. Habt Dank, mehr oder Master weniger automatisch. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Na cool, das haben wir doch super geschafft. Und ich glaube, wir haben alles geschafft. Yeah, 100%. Sehr schön, volle Synchronisation. 75 Punkte. Und jetzt? Jetzt können wir mit denen reden. Und eine neue Mission beginnen. Wir werden erstmal mit dem plaudern. Hi. Erzählt mir von euch, William. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Kanyen Kahaka Geschäfte machen. Doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber, wie gesagt, nicht der Klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufer? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. So, dann können wir noch mit ihm quatschen. Gibt's was? Was man so flüstert. Nichts Handfestes momentan. Ich weiß, ihr interessiert euch für ungewöhnliche Dinge. Wie alte Tempel und Geister. Und Geschichten aus grauer Vorzeit. Aber bis jetzt haben meine Jungs nichts aufgeschnappt. Keine Gegenstände oder Artefakte, die durch euren Schwarzmarkt wandern? Nichts Neues. Ein paar alte Waffen. Etwas Schmuck, jedoch nur gemeines Diebesgut. Ich sollte ja auf Gerede über Leuchten, Summen und Vision achten, oder? Und davon ist nichts zu hören. Bleibt dran. Oh, werde ich. Ihr habt mir sehr geholfen, Mister. Und diese Schuld werde ich begleichen. Dreifach, wenn es sein muss. Na dann. Danke euch, Thomas. Ein Schlafplatz und etwas zu essen ist Dank genug. Sorgt euch nicht.
Ich werde schon etwas finden. Subi, ich würde ja vorschlagen, wir fangen jetzt noch nicht die neue Mission an, denn so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr in dem Part. Wir gehen jetzt erstmal runter. Hier wird musiziert, schön. Das ist ja toll. Wir können hier wieder spielen. Oh, live. Das ist ja cool. Schöne Musik, das gefällt mir. Aber wir wollen erstmal natürlich nach draußen. Und was heißt natürlich? Wir wollen erstmal nach draußen und uns ein wenig umsehen. Denn, ach komm, wir gehen mal irgendwo hier hin. Keine Ahnung, was das ist. Wo das ist oder so. Wir nehmen das Pferdchen. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ihr seht's, da ist hier wieder so ein Geheimgang, nenne ich es jetzt mal. Guck mal, können wir ein bisschen schneller reiten. Können wir hier ein bisschen... Was bist du denn? Was kann ich denn mit dir tun? Was war der? Was hat der gemacht? Aha. Keine Ahnung. Er war irgendwie markiert. Ich weiß aber nicht, was an dem jetzt so besonders war. Könnte sein, dass ein Dieb war. Ach so, guckt mal, Leute. Hier ist nur das Meer. Hier können wir gar nichts tun. Oder mehr ein See. Da hinten kann ich nämlich noch Gebäude sehen. Ich glaube, ich nehme schon wieder viel zu viel voraus, wenn ich hier jetzt so rumreite und irgendwas mache. Wir können ja mal gucken. Hier sind Hühner, oder? Pferd. Ich kann ja mit den Hühnern interagieren. Dann legen wir denen mal ein bisschen Futter hin. Hi! Na? Na, du hast auch nichts zu sagen für uns. Dann gehen wir mal zurück. Ne? Hat er auch kein... Oh, upsa. So schneller reiten als das geht leider nicht. Da, wo ich kann. Hier drüben, Jungs! Was willst denn du? Nee, geh bloß weg. Kein Bock auf dich. Auch kein Bock auf Ärger. Ach, hier sind Kühe. Können wir auch mit den Kühen interagieren? Ach, süß. Da streichelt er die Mokuh. Ist ja süß. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da kann man ganz schnell aufs Pferd aufsteigen. Während man am Rennen ist. Sehr praktisch. Doch, doch. So, da sind wir gleich wieder da. Viel gibt es ja wirklich noch nicht zu erkunden. Scheint mir so. Das kommt vielleicht alles noch. Ich nehme jetzt hier wahrscheinlich wieder viel zu viel vorweg. So, dann gehen wir mal wieder rein. Schön. Die Musik, die gefällt mir. Dann gehen wir wieder hoch. Und in der nächsten Folge starten wir dann die neue Mission. Bei unserem Freund Charles Lee, mit dem wir quatschen müssen. Bis dahin sage ich erstmal, ciao Leute!